Herzlich willkommen zum Podcast Lars der Vorleser, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Lars der Vorleser entführt dich in diesem Podcast in die wunderbare Welt der Literatur. Für die Großen eine Reise zurück in die Kindheit, als die Oma oder die Eltern noch Einschlafgeschichten erzählt haben. Und für die Kleinen eine Reise durch magische Welten. Dieser Podcast soll dich erfreuen und dir ein warmes Gefühl der Freude bereiten. Viel Spaß im Reich der Fantasie. Heute hört ihr aus die Hausmärchen der Brüder Grimm, Dornröschen. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach: Dein Wunsch wird erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer 13 in seinem Reiche, weil er aber nur 12 goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elfe ihre Sprüche getan hatten, trat plötzlich die 13. herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahre an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die 12. hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern konnte, so sagte sie: Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgeben, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche sollten verbrannt werden. An dem Mädchen aber würden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, der es ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade 15 Jahre alt ward, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Tür auf. Und da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, altes Mütterchen«, sprach die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das da so lustig herumspringt?«, sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in ihren Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen,
und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand. Ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, an den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt. Also, dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit 100 Jahren schliefe. Und mit ihr schliefe der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die 100 Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter schöne große Blumen, die taten sich von selber auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt, und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen packen, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben bei dem Throne lag König und Königin. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, die Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld. Die Fliegen an den Wänden krochen weiter. Das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie. Und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt
bis an ihr Ende. Die 12 Brüder. Es waren einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden miteinander und hatten 12 Kinder. Das waren aber lauter Buben. Nun sprach der König zu seiner Frau: Wenn das 13. Kind, was du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die 12 Buben sterben, damit sein Reichtum groß wird und das Königreich ihm allein zufällt. Er ließ auch 12 Särge machen, die waren schon mit Hobelspänen gefüllt, und in jedem lag ein Totenkistchen, und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen. Dann gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr, niemandem etwas davon zu sagen. Die Mutter aber saß nun den ganzen Tag und trauerte, so dass der kleinste Sohn, der immer bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach: Liebe Mutter, warum bist du so traurig? Liebes Kind, antwortete sie, ich darf dir's nicht sagen. Er ließ ihr aber keine Ruhe, bis sie ging und die Stube aufschloss und ihm die 12 mit Hobelspänen schon gefüllten Totenladen zeigte. Daraufhin sprach sie: Mein liebster Benjamin, diese Särge hat dein Vater für dich und deine 11 Brüder machen lassen. Denn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesamt getötet und darin begraben werden. Und als sie weinte, während sie das sprach, so tröstete sie der Sohn und sagte: Weine nicht, liebe Mutter, wir wollen uns schon helfen und wollen fortgehen. Sie aber sprach: Geh mit deinen 11 Brüdern hinaus in den Wald, und einer setze sich immer auf den höchsten Baum, der zu finden ist, und halte Wacht und schaue nach dem Turm hier im Schlosse. Gebär ich ein Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne aufstecken, und dann dürft ihr wiederkommen. Gebär ich aber ein Töchterlein, so will ich eine rote Fahne aufstecken, und dann flieht fort, so schnell ihr könnt. Und der liebe Gott behüte euch. Alle Nächte will ich aufstehen und für euch beten, im Winter, dass ihr an einem Feuer euch wärmen könnt, im Sommer, dass ihr nicht in der Hitze schmachtet. Nachdem sie also ihre Söhne gesegnet hatte, gingen diese hinaus in den Wald. Einer hielt um den anderen Wacht, saß auf der größten Eiche und schaute nach dem Turme hin. Als 11 Tage herum waren und die Reihe an Benjamin kam, da sah er, wie eine Fahne aufgesteckt wurde. Es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutfahne, die verkündigte, dass sie alle sterben sollten. Als die Brüder das hörten, wurden sie zornig und sprachen: Sollten wir um eines Mädchenwillens den Tod leiden? Wir schwören, dass wir uns rächen wollen. Wo wir ein Mädchen finden, soll sein rotes Blut fließen. Darauf gingen sie tiefer in den Wald hinein, und mittendrein, wo er am dunkelsten war, fanden sie ein kleines, verwünschtes Häuschen. Und das stand leer. Da sprachen sie: Hier wollen wir wohnen, und du, Benjamin, du bist der Jüngste und Schwächste. Du sollst daheim bleiben und haushalten, wir anderen wollen ausgehen und Essen holen. Nun zogen sie in den Wald und schossen Hasen, wilde Rehe, Vögel und Täuberchen und was zu essen stand. Das brachten sie dem Benjamin, der musste es ihnen zurechtmachen, damit sie ihren Hunger stillen konnten. In diesem Häuschen lebten sie 10 Jahre zusammen und die Zeit ward ihnen nicht lang. Das Töchterchen, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, war nun herangewachsen. Es war gut von Herzen und schön von Angesicht und hatte einen goldenen Stern
mitten auf der Stirn. Einmal, als große Wäsche war, saß darunter 12 Mannshemden und fragte seine Mutter: »Wem gehören diese 12 Hemden? Für den Vater sind sie doch viel zu klein.« Da antwortete diese mit schwerem Herzen: »Liebes Kind, die gehören deinen 12 Brüdern.« Da sprach das Mädchen: »Wo sind meine 12 Brüder? Ich habe noch niemals von ihnen gehört.« Die Mutter antwortete: »Weiß Gott, wo sie sind. Sie irren in der Welt umher.« Da nahm sie das Mädchen und schloss ihm das Zimmer auf und zeigte ihm die 12 Särge mit den Hobelspänen und den Totenkistchen. »Diese Särge«, so sprach sie, »waren für deine Brüder bestimmt, aber sie sind heimlich fortgegangen, ehe du geboren warst.« Und sie erzählte ihm, wie sich alles zugetragen hatte. Da sagte das Mädchen: »Liebe Mutter, weine nicht. Ich will gehen und meine Brüder suchen.« Nun nahm es die 12 Hemden und ging fort und geradezu in den großen Wald hinein. Es ging den ganzen Tag, und am Abend kam es zu dem verwünschten Häuschen. Es trat hinein und fand einen jungen Knaben, der fragte: »Wo kommst du her und wo willst du hin?« Und er staunte, dass sie so schön war, königliche Kleider trug und einen Stern auf der Stirn hatte. Da antwortete sie: »Ich bin eine Königstochter, und ich suche meine 12 Brüder und will gehen, soweit der Himmel blau ist, bis ich sie finde.« Sie zeigte ihm auch die 12 Hemden, die ihnen gehörten. Und da sah Benjamin, dass es seine Schwester war, und sprach: »Ich bin Benjamin, dein jüngster Bruder.« Und sie fing an zu weinen vor Freude, und Benjamin auch, und sie küssten und herzten einander vor großer Liebe. Danach sprach er: »Liebe Schwester, es ist noch ein Vorbehalt da. Wir hatten verabredet, dass ein jedes Mädchen, das uns begegnete, sterben sollte, weil wir um ein Mädchen unser Königreich verlassen mussten.« Da sagte sie: »Ich will gern sterben, wenn ich damit meine 12 Brüder erlösen kann.« »Nein«, antwortete er, »du sollst nicht sterben. Setze dich unter diese Bütte, bis die 11 Brüder kommen, dann will ich schon einig mit ihnen werden.« Und das tat sie, und wie es Nacht ward, kamen die anderen von der Jagd und die Mahlzeit war bereit. Und als sie am Tische saßen und aßen, fragten sie: »Was gibt's Neues?« Da sprach Benjamin: »Wisst ihr nichts?« »Nein«, antworteten sie. Und Benjamin sprach weiter: »Ihr seid im Walde gewesen, und ich bin daheim geblieben und weiß doch mehr als ihr.« »So erzähle uns doch«, riefen sie. Er antwortete: »Versprecht ihr mir auch, dass das erste Mädchen, das uns begegnet, nicht getötet werden soll?« »Ja«, riefen sie alle, »dieses soll Gnade haben, erzähl uns nur.« Da sprach er: »Unsere Schwester ist da.« Und er hob die Bütte auf, und die Königstochter kam hervor, in ihren königlichen Kleidern mit dem goldenen Stern auf der Stirn, und war so schön, zart und fein. Da freuten sie sich alle, fielen ihr um den Hals und küssten sie und hatten sie von Herzen lieb. Nun blieb sie bei Benjamin zu Haus und half ihm in der Arbeit. Die Elfe zogen hinaus in den Wald, fingen Wild, Rehe, Vögel und Täuberchen, damit sie zu essen hatten, und die Schwester und Benjamin sorgten, dass es zubereitet wurde. Sie suchte das Holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüse und stellte die Töpfe ans Feuer, also dass die Mahlzeit immer fertig war, wenn die Elfe kamen. Sie hielt auch sonst Ordnung im Häuschen und deckte die Bettlein hübsch weiß und rein. Und die Brüder waren immer zufrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr. Auf eine Zeit hatten die beiden daheim eine schöne Kost zurechtgemacht, und wie sie nun alle beisammen waren, setzten sie sich, aßen,
und tranken und waren voller Freude. Es war aber ein kleines Gärtchen an dem verwünschten Häuschen. Darin standen 5 Lilienblumen, die man auch Studentenblumen heißt. Nun wollte sie ihren Brüdern ein Vergnügen machen, brach die 12 Blumen ab und dachte, jedem aufs Essen eine zu schenken. Wie sie aber die Blumen abgebrochen hatte, in demselben Augenblicke waren die 12 Brüder in 12 Raben verwandelt und flogen über den Wald hin fort. Und das Haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nun das arme Mädchen allein in dem wilden Wald. Und wie es sich umsah, so stand eine alte Frau neben ihm und sprach: »Mein Kind, was hast du angefangen? Warum hast du die 12 weißen Blumen nicht stehen lassen? Es waren deine Brüder. Die sind nun auf immer in Raben verwandelt.« Das Mädchen aber sprach weinend: »Gibt es denn kein Mittel, sie zu erlösen?« »Nein«, sprach die Alte, »es gibt keins auf der ganzen Welt als nur eines. Das ist aber so schwer, dass du sie damit nicht befreien wirst. Denn du musst 7 Jahre stumm sein, darfst nicht sprechen und nicht lachen. Und sprichst du nur ein einziges Wort und fehlt nur eine Stunde an den 7 Jahren, so ist alles umsonst, und deine Brüder werden von dem einen Wort getötet.« Da sprach das Mädchen in seinem Herzen: »Ich weiß gewiss, dass ich meine Brüder erlöse.« Und sie ging und suchte einen hohen Baum, setzte sich darauf und spann und sprach nicht und lachte nicht. Nun trug es sich zu, dass ein König in dem Walde jagte, der hatte einen großen Windhund, der lief zu dem Baum, auf dem das Mädchen saß, sprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der König herbei und sah die schöne Königstochter mit dem goldenen Stern auf der Stirn und war so entzückt über ihre Schönheit, dass er ihr zurief, ob sie seine Gemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, nickte aber ein wenig mit dem Kopf. Da stieg er selbst auf den Baum, trug sie herab, setzte sie auf sein Pferd und führte sie heim. Dann ward Hochzeit mit großer Pracht und großer Freude gefeiert. Aber die Braut sprach nicht und lachte. Als sie ein paar Jahre miteinander vergnügt gelebt hatten, fing die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, an, die Königin zu verleumden und sprach zum König: »Es ist ein gemeines Bettelmädchen, das du dir mitgebracht hast. Wer weiß, was für gottlose Streiche sie heimlich treibt. Wenn sie stumm ist und nicht sprechen kann, so könnte sie doch einmal lachen. Aber wer nicht lacht, der hat ein böses Gewissen.« Der König wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange und beschuldigte sie so viel böser Dinge, dass der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tode verurteilte. Nun ward im Hofe ein großes Feuer angezündet, worin sie verbrannt werden sollte, und der König stand oben am Fenster und sah mit weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so lieb hatte. Und als sie schon an den Pfahl festgebunden war und das Feuer an ihren Kleidern mit roten Zungen leckte, da war eben der letzte Augenblick von den 7 Jahren verflossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwirr hören und 12 Raben kamen herangezogen und senkten sich nieder, und wie sie die Erde berührten, waren es ihre 12 Brüder, die sie erlöst hatte. Sie rissen das Feuer auseinander, löschten die Flammen, machten ihre liebe Schwester frei und küssten und herzten sie. Nun aber, da sie ihren Mund auftun und reden durfte, erzählte sie dem König, warum sie stumm gewesen wäre und niemals gelacht hätte. Der König freute sich, als er hörte, dass sie unschuldig war, und sie lebten nun alle zusammen in Einigkeit bis zu ihrem Tod. Die böse Schwiegermutter jedoch ward vor Gericht gestellt und in ein Fass gesteckt, das mit siedendem Öl und giftigen Schlangen gefüllt war. Und dort starb sie eines bösen Todes.
Lars der Vorleser hofft, du hattest eine schöne Zeit im Reich der Fantasie. Bitte vergiss nicht, deine Freude durch einen Like beim Podcast und eine 5-Sterne-Bewertung für unser Projekt auszudrücken. Dadurch können uns viel mehr Menschen finden, denen unsere Podcasts weiterhelfen können. Wenn du spezielle Fragen oder Themen hast, die Lars der Vorleser in seinem Podcast einmal besprechen sollte, oder auch Literaturwünsche, was Lars der Vorleser einmal im Podcast lesen sollte, schreib doch bitte einen Kommentar dazu. Vielen Dank und bis bald im Reich der Fantasie.